Einen wunderschönen guten Morgen. Also, was wir bislang kennengelernt haben, sind drei verschiedene Kanäle. Ich fange jetzt nochmal wieder an, weil ich das für ziemlich wichtig halte, oder eigentlich vier. Können Sie nochmal gerade wiederholen? AWGN, ne? Nur Gauss zu draußen. Der Relay, ne? Wo keine Line of Sight da ist. RISE und? Ne, das ist RISE. Der Mehrwege ist das, ne? Der Mehrwegekanal. So, jetzt hat sich herausgestellt, dass diese einfachen Modulationsverfahren, wie wir sie jetzt so kennengelernt haben, QPSK, QRM und so weiter, gar nicht so klasse sind für andere Kanäle als den AWGN. Also im AWGN ist es egal, da können Sie im Prinzip alles machen und Sie kriegen es auch wieder, aber für alle anderen Kanäle mit Mehrwegeausbreitung, insbesondere auch mit Deep Fades, ist das irgendwie Mist. Weil wenn jetzt dummerweise so ein Fading-Ding da oder Ihr Kanal irgendwie so ein Stück gefadet wird, da fehlt eben Teil von Ihrer Modulation, von Ihrem Signal und dann ist es weg. Also dann kriegen Sie es nicht mehr rekonstruiert, dann werden die Symbolfehler, die Bitfehler zu groß und das war es dann. So, und deswegen müssen wir jetzt rausfinden, insbesondere wie wir mit so einem frequenzselektiven oder auch zeitselektiven Signal umgehen können. Also es kann natürlich sein, dass Sie einfach einen Kanal haben, der ist einfach schlecht an einer Stelle. Dann müssten Sie woanders hingehen. Aber dann gibt es natürlich auch Kanäle, die so über die Zeit schwanken und fluktuieren. Einfach weil sie sich bewegen oder weil der Kanal sich ändert. Nicht? Dadurch, dass alles andere sich bewegt. So, und dann haben Sie da auch Schwierigkeiten, mit denen Sie irgendwie umgehen müssen oder mit denen Sie irgendwie, auf die Sie irgendwie, irgendwie intelligente Antworten finden müssen, damit Sie trotzdem noch eine vernünftige und sichere Übertragung hinkriegen. Intersymbolinterferenz kann vorkommen, da gehen wir aber nur ganz knapp drauf ein. So, die erste Antwort ist ein Frequenzsprungverfahren. Also, es ist vom Kern her trivial. Wenn Sie feststellen, dass der Kanal schlecht ist, dann gehen Sie halt auf einen anderen. Punkt. Nicht? Also wenn Sie SWR1 nicht hören können, dann aus verschiedenen Gründen, dann nehmen Sie eben SWR3, ne? Zum Beispiel. So, oder das wäre eine Variante. Nicht? Also wenn Sie auf Kanal 1 nicht vernünftig keine Kommunikation hinkriegen, gehen Sie halt auf Kanal 2 oder 5 oder sonst was. Das kann man natürlich so machen, dass man erst einmal guckt, so ist der Kanal okay und ihn ausmisst und dann überlegt, wo man denn da funken möchte. Oder man kann das eben ganz pauschal machen, dass man einfach tak, 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 tak immer mal rumspringt, ne? In den Frequenzen rumspringt, auf den Kanälen hin und her springt, geregelt oder ungeregelt, ist erstmal völlig egal, sodass, wenn Sie dann mal eine Frequenz erwischen, die eben schlecht funktioniert, dann gehen eben ein paar Bit verloren und das können Sie aber im Zweifel auf dem nächsten Kanal, der wieder besser funktioniert, ausgleichen und da nochmal nachfragen und da haben Sie eine bessere Übertragung dann. Ne? Also so, Sie verteilen eigentlich, und das ist immer die Idee, Sie verteilen Ihr Signal auf ein größeres Spektrum als eigentlich nötig. Das klingt erstmal nach Verschwendung. Manche Systeme sind auch so, dass es totale Verschwendung ist. Aber Sie verteilen Ihr Signal auf ein größeres Frequenzspektrum als nötig. Und damit geht eben nur ein kleiner Teil letztlich verloren. Und aus dem anderen großen Ganzen, das sicher übertragen wurde, können Sie dann alles andere rekonstruieren. Das ist so ganz grob die Idee. Wie genau man das technisch ausführt, dazu kommen wir jetzt. So, und die erste, die das hier erfunden hat, das war die Hedy Lamarr, die schönste Frau ihrer Zeit. Schauspielerin, die mit dem Vorläufer von dem Wiener Mörtel da, die gab es also früher auch schon so jemanden, da, mit dem war sie verheiratet. Also. Und die hat so ein Patent eben da drauf, auf so einen Frequency Hopping Spread Spectrum Sender, damals irgendwie noch gedacht, um irgendwelche Kommunikation vor Feinden zu verstecken. Das war so die Idee. Eigentlich ist das hier ein Schwingkreis und hier sind unterschiedliche Kapazitäten drin und je nachdem, welche Kapazität Sie hier einschalten, haben Sie natürlich die Frequenz, das ist hier ein VCO, Variable Frequency Carrier Oscillator, haben Sie die Frequenz des VCO woanders hingestellt und dann wird Ihr Signal woanders übertragen. So, und wenn jetzt Sender und Empfänger in der gleichen Reihenfolge hier hin und her die Frequenzen wechseln, dann können ja Sender und Empfänger immer gleichzeitig empfangen. Und wenn der Feind, um den ging es in dem Fall, das eben nicht weiß, wo, in welcher Reihenfolge Sie hier die Frequenzen wechseln, dann hat das eben sehr, sehr schwer, Sie abzuhören. So, das ist die Idee.
Naja, und das ist also eine der wenigen Patente in der E-Technik, die eben so von Laien gemacht wurden. So, das System wird verwendet hier in natürlich perfektionierter und digitaler Form, nicht so mit Tasten und so. Ne? Im Bluetooth. Beim Bluetooth haben Sie den Frequenzbereich von 2402 bis 2480 mit insgesamt 79 1 MHz Kanälen belegt und da springen Sie einfach hin und her. Das heißt, es wird, das ist die rechte Seite, es wird im Prinzip ein Paket übertragen. Die Einheit hier unten spielt erstmal gar keine Rolle. Es wird ein Paket übertragen auf einem Kanal und dann geht es zum nächsten Zeit auf den nächsten Kanal, auf den nächsten Kanal, auf den nächsten und so weiter. Und dann springen Sie so hin und her. In welcher Reihenfolge Sie springen, wird im Prinzip zwischen Sender und Empfänger ausgehandelt. Sie müssen natürlich gleich springen. Der Punkt ist aber hier, und deswegen bin ich auf der rechten Seite und nenne das auch Slow Frequency Hopping Spread Spectrum, dass Sie immer mehrere Bit auf einem Kanal übertragen, bevor Sie den nächsten Kanal wechseln. Also eigentlich wird nicht ein Bit oder ein Symbol in der Frequenz wirklich aufgespreizt, sondern es werden immer nur Kanäle gesprungen. Also langsam, weil Sie deutlich langsamer springen, als ein Bit lang ist. Die Struktur ist die, kann man sich relativ einfach denken, nicht? Sie haben hier den normalen Modulator und dann haben Sie hier den Mischer. Das haben wir das letzte Mal ja schon im Ptolemy auch so ein bisschen gebastelt. Und da ist dann digital die Hopping-Sequenz hinterlegt und dann hoppt der hier eben in der Frequenz des Synthesizer hin und her. Dadurch hoppt das Ausgangssignal hin und her und Sie haben die gleiche Geschichte auf dem Empfänger, sodass Sie eigentlich hier von da nach da von dem Hopping gar nichts mehr merken. So. Auf der linken Seite. Im akademischen Sinne möchte ich das erwähnen, das wüsste ich aber nicht, dass das irgendwo technisch wirklich verwendet wird. Fast Frequency Hopping Spread Spectrum. Hier springen Sie in der Frequenz schneller als ein Bit lang ist. Und damit spreizen Sie natürlich ein Bit wirklich in der Frequenz auf. Hier springt man zum Beispiel viermal während der Dauer eines Bits. Zack, 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 zack. Können Sie sich überlegen, wenn Sie mit einem Megabit pro Sekunde übertragen wollen, dann müssten Sie halt mit 4 Millionen Mal in der Sekunde springen. Bei dem Bild hier, das ist halt ziemlich schnell, ne? Ja, gehen tut das, aber das macht jetzt nicht wirklich Sinn, ne? Ja, und das also beim Bluetooth ist es so, dass Sie alle 625 Mikrosekunden springen, also alle 625 Bit im reinen Bluetooth 1. Bitte? Ja, macht es dann wirklich so einen großen Unterschied, wenn ich durch diese 79 Kanäle springe? Weil jetzt so wahnsinnig weit auseinander sind wir jetzt nicht. Also ja, gerade. Also gerade. Also gerade. Mach das mal bei der Kamera. Also gerade beim Bluetooth macht das extrem viel Sinn. Denn überlegen Sie sich mal, wo Sie unterwegs sind beim Bluetooth. Bei 2,4 GHz, da ist mittlerweile, als Bluetooth entwickelt wurde, war das noch nicht ganz so. Das war ja um die 1990er, also Ende, ne? Anfang 2000. Aber gerade in dem ISM-Band, da darf ja jeder, ja machen, was er will, stimmt nicht. Aber da darf jeder Dienst oder jede Applikation irgendwie was tun in gewissen Grenzen. Da ist zum Beispiel auch ein Mikrowellenofen. So, das ist ein schmalbandiger Störer. Und wenn du halt jetzt einen Kanal hast, wo du gerade gewählt hast, wo der Mikrowellenofen da hinten arbeitet, dann ist während der Mittagszeit keine Übertragung. So, und da macht dieses Springen extrem viel Sinn. Also ich würde sogar sagen, dieses Bluetooth ist so nach meinem persönlichen Empfinden einer der brutalsten Störer, den wir so haben. Ne? Weil wir haben ja in dem gleichen Band auch noch breitbandige WLAN-Kanäle und der Bluetooth, der springt da immer mal brutal durch. Nicht? Also gerade wenn Sie in so einem relativ ungeregelten Band ja, mit anderen Systemen zusammenarbeiten wollen oder funktionieren wollen, brauchen Sie genau solche Systeme oder vielleicht ist das sogar das best funktionierende System da drin. Also wirklich hin und her springen und das macht über den Frequenzbereich macht das genug aus.
weil sie nämlich, sie reden eigentlich nicht wirklich von Auslöschungen von Mehrwegeausbreitung, wie ich es dargestellt habe. Das ist gar nicht so sehr das Problem beim Bluetooth, weil sie sind ja eh in einem Raum. Also es ist für einen Raum gedacht. Oder sie wollen eigentlich funken hier von der Hosentasche, wo das Handy ist, zum Headset. Und also das sind relativ geringe Übertragungsstrecken, aber sie haben eine Umgebung, in der so elektromagnetisch eine Menge passiert. Mikrowellenofen, WLAN, Zigbee kommen wir gleich noch drauf und so. Nicht? So, und den anderen Störern, also es sind ja aktive Störer, denen müssen sie aus dem Weg gehen. Und das machen sie ganz wunderbar eigentlich damit. Und Bluetooth funktioniert doch extrem sicher eigentlich und extrem gut. Jo, bitte. Wie machen die das dann so connect, dass die sich connecten? Weil wenn der jetzt das Frequenzband abzuckt, dann ist das Bluetooth-Gerät nicht und eine andere. Nee, es gibt so ein paar Advertising-Channels. Also da gibt es natürlich eine Advertising-Prozedur dafür. Und eine Connect-Prozedur dafür, wo sie auf nur wenigen Kanälen dann eben hören und sich anmelden wollen. Und dann in diesem Anmeldungsprozedur dann irgendwann vereinbart wird oder ausgerechnet wird, wie man springen wird für die Datenübertragung. Also das ist schon vereinfacht. Da müssen Sie nicht die ganzen 79 komplett abhören. Und die Sprungfenster sind dann die 14 Kanäle oder sind die kleiner? Nee, das sind die 79, stand da eben. Also das Bluetooth-Raster ist ein völlig anderes als das WLAN-Raster, an das Sie jetzt referenzieren gerade. Das Bluetooth-Raster ist tatsächlich Megahertz für Megahertz. Habe ich das Bild? Entschuldigung, dass ich hier mal einmal kurz hier den geneigten Leser jetzt verwirre wahrscheinlich. Das nicht in dieser Vorlesung drin? Doch. Ist doch offensichtlich nicht. Das ist ja, ich habe so ein schönes Bild. Da sind wir wieder. Ich habe so ein schönes Bild, wo die ganzen Kanäle aufgeführt sind. Muss ich dann in der Pause mal suchen. So. Also beim Bluetooth sind 625 Bit dauern. Ah. Ne? Hier habe ich jetzt 3 hingemalt. Also hier kommt im Prinzip, hier wird ein Bit übertragen und dann wird der nächste Hop da. Sie könnten natürlich auch in die Übertragung da reinstecken, wo ist der nächste Hop. Das soll nur schematisch sein hier. Bei Bluetooth ist eigentlich sehr, sehr langsam, wirklich so kompletter Burst rüber und dann wird der nächste Kanal gewählt. Also es ist technisch ein Frequency Hopping Spread Spectrum, aber es ist nicht wirklich eine Frequenzspreiztechnik, weil das Signal als solches überhaupt nicht gespreizt wird. Das ist Kanalwechseltechnik, wenn Sie so wollen. Ne? Man hatte das auch mal natürlich noch langsamer fürs GSM im Plan. Das also, wenn auch GSM feststellt, da ist ein Kanal schlecht, dann wird er eben gewechselt. Merkt sich das Bluetooth? Wenn jetzt ein Kanal schlecht ist, ja. Aber dann aus. Also man kann das so konfigurieren, dass Bluetooth sich das merkt und dann auch solche Kanäle wirklich meidet. Ist aber nicht im Ursprungsdings drin gewesen. Ja, 4.0 ist aber ein, na völlig nicht, aber ein schon sehr anderes Air-Interface als Bluetooth 2.0 und so weiter war. Man hat das Kanalraster deutlich vereinfacht und Bluetooth 4.0 ist im Wesentlichen für Low-Energy-Anwendungen gedacht gewesen. Also Bluetooth selber, das werden Sie vielleicht an Ihrem Handy merken, wenn das an ist. Das saugt die Batterie schon ganz gut leer. Und das eignet sich nicht für Wearables hier, also Uhren und Brustgurt und was auch immer man so braucht. Ne? Und dafür hat man verändertes Bluetooth noch auf den Markt gebracht. Und das ist eigentlich das LE. Also der Physical Layer ist da schon, unterscheidet sich schon deutlich von dem anderen. So, während zwischen 1.0 und 2.0 ist eigentlich fast alles gleich geblieben, nur die Modulationsart hat sich ein bisschen geändert, sodass sie mehr Bit auf ein Symbol kriegen. So. Auch die Anmeldeart hat sich beim LE, also beim 4.0, verändert. Ich muss jetzt sagen, das ist im Moment eher der Trend. Die ganze Zeit hat man immer nur, fette Bandbreite gehört und gerade mit dem ganzen IoT-Thema und die ganze Wearables, die wir jetzt überall rumhängen und rumspielen. Ja, und warum ist das so? Weil das halt
Na, aus meiner Sicht gibt es eigentlich zwei Treiber, die da in die Richtung gehen, was Sie gerade beschreiben. Also das eine ist natürlich die Anwendung, nicht? So ein Thermostat oder auch so eine Uhr oder so hier am Handgelenk braucht eventuell wesentlich weniger Datenrate als ein 4K Full, nee, was ist das da? Also ein 4K Videoübertragung. Völlig andere Applikation mit völlig anderen Anforderungen. Das ist das eine. Das andere ist, dass die spektrale Effizienz der Übertragungsverfahren deutlich höher geworden ist. Auch also dadurch, dass man die Empfänger verbessert hat, die Kodierungsverfahren verbessert hat und so weiter, kriegen Sie heute mehr Bit in das gleiche Band rein wie noch vor 10 Jahren. Also da auch, ist man auch einfach wirklich besser geworden. Wir rechnen da so ein System für GSM nochmal durch. Und sehen Sie mal, wie schlecht das eigentlich ist, also wie schlecht eigentlich tatsächlich die Übertragung ausgerechnet wird, die über die Luft, die Zeit, das Frequenzspektrum ausgenutzt wurde. Und da ist man wesentlich besser geworden, sodass man eben auch da mit kleineren Bandbreiten besser klarkommt oder anderen. So, Bluetooth, Frequency Hopping Spread Spectrum, funktioniert ganz gut. Es bringt mich auf den Punkt, dass ich Ihnen eine neue Hausaufgabe wieder hochgeladen habe. Das wollten Sie jetzt vielleicht nicht hören. Ach so, scheiße, ich habe gar kein Datum reingeschrieben. Ne? Und wenn, dann liegt es in der Vergangenheit. Genau, es liegt in der Vergangenheit. Ja, ne? Genau. So, untersuchen Sie, suchen Sie sich raus ein Übertragungsverfahren und machen Sie, also real existierendes, und machen Sie dazu eine vernünftige Beschreibung, so in den üblichen 10 Minuten, wie das funktioniert, wie die Kodierung ist, wie das Bitmapping ist, wie der Physical Layer aussieht, mit Blocklänge, Anzahl der Daten, Paketierung, Fragmentierung, verwendete Codes und Verkettung. Da reichen die, also insbesondere bei Turbo und so, da reicht irgendwie das Name-Dropping. Da müssen Sie nicht wirklich erklären, wie der Turbo-Code denn wirklich funktioniert, weil das haben wir nicht gemacht. Ne? Nee, schauen wir nicht. Wie ist der Rahmenaufbau? Wo ist eine Trainingssequenz eventuell? Daten-Bitmapping, Interleaving beispielsweise, Reihenfolge und so weiter. Suchen Sie sich eins davon aus, machen Sie eher weniger als mehr. Grundsätzlich, wenn Sie die Mobilfunkspezifikationen nehmen, dann sind die Spezifikationen leichter, also die Spezifikationen übersichtlicher, weil das ist ein Dokument, das zu diesem Thema ist. Das habe ich da schon hingeschrieben. Wo Sie das finden, wissen Sie ja unter 3GPP. Ne? Aber das Verfahren als solches ist deutlich komplizierter. Wenn Sie sich für Zigbee, die habe ich auf den Server gelegt und die sind nur für Ihren privaten Gebrauch, weil die sind nämlich für mich lizenziert, die Dokumente, die ich da hingelegt habe, unter 802-andere. Wenn Sie sich für Zigbee, WLAN oder Bluetooth entscheiden, dann haben Sie gleich gewonnen, dass Sie ein mehrere tausendseitiges Dokument sich runterladen und darin erstmal suchen müssen, worum es da geht. Dafür sind die Verfahren aber etwas einfacher. Also überlegen Sie sich, wie Sie es gerne hätten. Wobei das beim WLAN auch nicht ganz stimmt, denn auch beim WLAN suchen Sie sich ein oder maximal zwei Übertragungssorten raus. Wenn Sie anfangen, WLAN 802.11, B bis G und N und AN und so weiter darstellen zu wollen, dann sind wir hier in 2 Jahren noch beschäftigt und das verzögert Ihren Bachelor. Also das brauchen wir nicht, ne? Also wirklich wenig und da dann auch versuchen, das aufzugreifen, was Sie bis jetzt hier in der Vorlesung so gelernt haben. Ist mir lieber als. Ja, das wäre ganz gut. Das ist überhaupt kein Problem. Ich könnte alleine WLAN nehmen und könnte Sie alle beschäftigen. Also Sie können meinetwegen alle WLAN machen, dann sagt der eine, macht eben den B den ersten, B den zweiten, G den ersten, G die verschiedenen Modulationsarten und geht dann hoch bis zum MIMO oder so. Also es wäre ein bisschen schwierig wahrscheinlich, wenn Sie jetzt sagen wollen, Sie wollen alle Zigbee machen. Der ist ein bisschen. Ja, selbst da könnten wir die Hälfte mit beschäftigen.
Also selbst da könnten wir die Hälfte des Clubs hier beschäftigen. Problemlos. Das ist auch 868, ja. Zigbee ist das dominante Band, ist das 2,4 Gig Band. Das sehr beliebte, aber etwas weniger dominierende ist das Sub-Gig, also das 868 in Europa und das 915 in Amerika. Und etwas versteckt ist das UWB, das Ultra Wideband, wo die Idee ist, aber es ist eine völlig andere Modulation. Und da muss man sich ein bisschen eingraben, wenn man das erklären möchte. Würde ich nicht unbedingt empfehlen, aber auch nicht von abhalten. Die Idee ist, dass sie das Signal spektral so weit aufspreizen, dass die Leistungsdichte so weit runtergeht, dass sie es unter das Rauschen von und alle anderen Applikationen legen können. Und das da nicht stört. Und dass sie dann im Empfänger alles wieder aufintegrieren und dann eine Übertragung hingekriegt haben. Hä? Ist doch cool, oder? Nee, drunter. Also eigentlich senden sie drunter. Ja, natürlich. Ja. That goes. Aber es können auch nicht unendlich viele sich unter Sauerstoff legen. Na, unendlich ist immer so eine Frage, so eine Sache, ne, mit unendlich. Ja, ich muss es mal mathematisch ausdrücken. Ja, hat aber nicht geklappt. Also wir müssen uns nur noch einigen, wann wollen Sie die Abgabe machen? Weil ich habe mir das Datum verkehrt. Ja, müssen wir kurz mal. Ach, das ist so. Also, das könnte der 11. sein. Oder es könnte der 14. sein oder der 18. Oder wollen Sie einen Vokal kaufen? Also, 11.05., 14.05., 18.05., ja. Das reicht eigentlich, ne? Ja, das reicht eigentlich zweimal. Also gut, 11.05., ne? Dann korrigieren wir das hier. 11.05., 18. Ich ändere da gar nichts, das steht da jetzt. Das reicht, das ist ja auch dokumentiert. Ich muss nur mal... Was? Ich muss nur meinen Kalender bearbeiten. Raus und löschen. So. Entschuldigung, vor allen Dingen an die Hörer an den Geräten zu Hause. So. Eine andere sehr beliebte Methode ist das, und jetzt wird es zum Zungenbrecher. Das Direct Sequence Spread Spectrum und Code Division Multiple Access. Ha? Direct Sequence Spread Spectrum und Code Division Multiple Access. Da gehen wir jetzt auch ein bisschen tiefer drauf ein, weil das nämlich sehr, sehr weit verbreitet wird. Zum Beispiel beim UMTS. Wir hätten beim UMTS im White Code Division Multiple Access System hatte ich irgendwie erwähnt, dass die Kanäle deutlich breiter sind und dass ein oder mehrere Nutzer sich einen Kanal dann ja teilen würden. So, da müssen wir ran, wie funktioniert das? Wie teilen sich mehrere Nutzer einen Kanal? Verwendet wird es außerdem, also das hier wird es in mehreren Stufen verwendet, außerdem wird es verwendet im Zigbee. Also es ist der 802.15.4, Zigbee ist der Applikationslayer da eigentlich darüber oder der Netzwerklayer darüber und der 802.15.4 ist der Physical Layer. Dokumente dazu für Ihren privaten Gebrauch finden Sie auf dem Server. Und im WLAN, in den ersten WLAN 802.11b, was man heute fast nicht mehr findet, wenn die Rechner eingeschaltet sind, also so 5,5, 1, 2 Megabit pro Sekunde oder die 5,5, 11 Megabit pro Sekunde Übertragung des WLAN, die funktioniert auch auf der Ebene. So, was passiert? Man spreizt tatsächlich das Signal auf. Wie man das macht, gucken wir uns mal später an. Erstmal gucken wir uns an, was eigentlich grundsätzlich passiert. So, stellen wir uns mal vor, das Orange hier ist unser Signal.
das wir haben wollen. Und wir haben eine normale schmalbandige Übertragung. Hier dieses blaue da ist das Transmissionsband. Und hier haben wir einen Störer, das ist der rote. Das kann ein positiver Störer sein, also es ist einfach ein Mikrowellenofen dann. Oder es kann auch ein negativer sein, also einfach so ein Minus. Ne? Ob ich jetzt irgendwie plus eine Frequenz mache oder minus eine Frequenz, ist eigentlich egal. So, dann sehen Sie hier schon, wenn das mit dem Transmissionsband liegt, dann wird hier ein Teil von dem Orangel abgeschnitten und das ist eben doof, weil dann fehlt was und dazu fehlt ein zu großer Teil und das können Sie nicht rekonstruieren. Jetzt nehmen wir mal an, wir finden ein Verfahren, dass dieses, ohne das, die Leistung zu erhöhen, das muss man ja nicht machen, dass hier die, das orange Signal aufspreizt. Wenn das spektral aufgespreizt wird, dann nimmt natürlich die Leistungsdichte ab. Deswegen ist das hier ein bisschen runtergesetzt. Nicht? Es spreizt sich weiter auf und dann brauchen Sie ein größeres Übertragungsband. Natürlich, ne? Weil wenn Sie das jetzt über das gleiche schmale Band bringen, dann fehlt eigentlich alles. Sie haben den gleichen Störer hier. Und jetzt entspreizen Sie das wieder. Das heißt, Sie integrieren im Prinzip dieses Signal hier wieder passend auf, sodass es sich wieder zusammenschiebt zu dem ursprünglichen. Was dabei passiert, ist, dass diese Störung hier sich aufspreizt. Also in dem Prozess, wo Sie das zusammen integrieren, schieben Sie den roten auseinander. Damit liegt er unter dem Rauschen und stört Sie nicht mehr. Das ist so die grundsätzliche Idee. Okay. Nehmen wir es jetzt so hin? Ja, das ist, die Erklärung kommt ja gleich. Weil ich verstehe du jetzt trotzdem nicht, weil wie soll ich ein Signal erkennen, was völlig im Rauschen drin liegt? Das ist schon überhaupt nicht klar. Sie erkennen es nicht, Sie wissen, dass es da ist. Also es ist auch eine ganz wunderbare Methode, um vor dem bösen Feind ein militärisches Signal zu verstecken. Entschuldigung. Also es ist eine Variante, um auch Signale zu verstecken. Man spreizt sie einfach auf und dann ist die Leistungsdichte so gering, dass sie es keiner wirklich auffangen kann. Wenn Sie aber wissen, dass da was ist und Sie auch wissen, wie das strukturiert ist, dann können Sie ganz gezielt danach suchen. Ja, also warte mal ab, wie es funktioniert. Okay. So, jetzt müssen wir erstmal überlegen, wie kriegen wir das Signal denn aufgespreizt. Ich glaube, ich gehe in die falsche Richtung hier, oder? So, im Prinzip ist es nur, das sind die Verfahren, wie man das machen kann. Im Prinzip ist es nichts weiter, als dass Sie hier nochmal mit einer Code-Sequenz, so heißt die, oder Spreizsequenz multiplizieren, die vor allen Dingen schneller ist als die Bit-Sequenz. So, hier kommt ein BPSK-Signal mal beispielsweise an. Das wird jetzt multipliziert mit einer Code-Sequenz. Jo, und dann geht es eben raus. Das ist das einfachste Verfahren. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie kriegen wir denn das hin, dass wir wirklich spreizen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben normalerweise wollen ein Bit übertragen. Und dieses eine Bit, das sieht normalerweise so aus. So, wir könnten das jetzt hier so ein bisschen aufzoomen, weiter machen wir nichts. Sieht es so aus. Also das hier ist 0 und das ist T und hier ist auch nichts weiter passiert, als dass das 0 ist und das T ist. Ich habe nur die Zeitskala geändert, ansonsten habe ich nichts getan. So, damit hat sich spektral überhaupt gar nichts getan von hier aus. Wenn ich jetzt aber nicht das eine Bit übertrage, sondern ich übertrage nicht das, sondern ich verkehrt gemacht, jetzt egal. Sowas. Das ist nach wie vor 0 und das ist T. Dann habe ich hier drin schnelle Komponenten, bitte? Nee, habe ich nicht. Und hier habe ich langsame. Während das hier spektral so aussah, sieht das hier spektral so aus. Das heißt, da bin ich
braucht ja eigentlich nur eine Signalkette, die ganz breitbandig ist. Also ja. 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 Aber wenn ich das abstrahle, dann habe ich doch in der Absendung, ich muss ja trotzdem genug Energie rausgeben, dass das dann auch hinten ankommt. Die Energie bleibt die gleiche. Ja, aber die beim Abstrahlen, ist das dann schon vom Abstrahlen her unterm Rauschen? Nee, nicht. Ja, es muss ja nicht unterm Rauschen sein. Ich habe es jetzt so gezeichnet, als wäre es unter dem Rauschen. Das kann da auch mal landen. Aber es darf ja ruhig, wir wollen es ja nicht verstecken. Es darf ja ruhig über dem Rauschen sein. Also wenn das hier 1 Volt ist, dann ist das hier auch weiterhin 1 Volt. Und das hier natürlich minus 1 Volt. Und dann ist hier die Energie, wenn Sie einfach nur mal die Energie betrachten, da die Zeiten gleich sind und Amplituden gleich sind, ist die Energie hier die gleiche wie da. Da hat sich nichts getan. Das wäre auch ein böser Trick, das wollen wir auch gar nicht. Aber dadurch, dass sie eben jetzt nicht einfach nur ein Bit oder eine 1 ist 1, ne, das war die alte Übertragung, sondern die neue Übertragung ist jetzt ein Bit ist 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1. Also ein Bit ist in sich jetzt strukturiert. Ja, deswegen heißt das ja auch CDMA, Code Division. Ne? So, und wenn Sie jetzt, und das ist der Trick hier, da müssen wir jetzt ein bisschen in die Mathematik reingucken, wenn Sie jetzt im Empfänger wissen, da sind in meinem Frequenzbereich, also vor Ort, sind in meinem Frequenzbereich solche Bits unterwegs, dann könnte ich jetzt ja, das ist einfach der Trick, Folgendes tun. Also erst einmal, wie erzeuge ich das? Das ist relativ einfach. Ich multipliziere eben einfach an dieser Stelle hier meine langsame Sequenz mit dem schnellen C. Ja, der schnelle C wäre das gewesen. So, wie funktioniert der Empfänger? Der Empfänger funktioniert genau so. Wenn ich jetzt das hier nämlich nehme und ich multipliziere das hier mit genau dem Signal, so, dann kommt hier raus, ich habe es nicht vergessen, dann kommt hier raus, so, hier habe ich 1 mal 1, da habe ich minus 1 mal 1, da habe ich 1 mal 1, da habe ich minus 1 mal minus 1, da habe ich 1 mal 1, da habe ich minus 1 mal minus 1. So, jetzt müsste man noch beweisen, dass das nur, wenn ich die richtige Sequenz dran multipliziere, damit auch so wird es, ansonsten nicht. Der Beweis ist nicht erbracht, aber erstmal ist hier gezeigt, bewiesen auch nicht, erstmal ist hier nur gezeigt, wie so ein Empfänger funktioniert, nämlich Sie nehmen die genaue Spreizsequenz, die Sie hier verwendet haben, um das Signal zu spreizen, im Empfänger und multiplizieren das eigentlich nur genau andersrum laufend nochmal wieder drauf. Und dann wird eben aus dem Gespraddel hier, wird eben wieder der, das, wenn Sie es richtig machen, wird eben einfach nur das konstante Signal wieder. Jetzt Sie. Also es ist ja nicht genau gerechnet. Nur guck mal, Sie haben hier ja, also hier haben Sie ja nur was Langsames. Ja. Nein, eigentlich stimmt das auch nicht. Eigentlich müsste ich das hier jetzt dahin zeichnen. So. Das ist ein langsames Signal. Und hier habe ich jetzt in dem Signal schnelle Komponenten, also hohe Frequenz, da. So eine mittlere Komponente, da. Langsame Komponenten, da. Das ist alles. Bitteschön. Achso, ich wollte eigentlich fragen, weil es gibt auch dieses, wie heißt das, Chirping oder so? Mhm. Das ist sowas Ähnliches, ja, also. Aber es wird quasi auch dann das Signal nochmal überlagert mit so einem Frequenz. Es wird auch das Signal aufgespreizt, aber nicht mit so einer einfachen PN oder einfachen Codesequenz. Ja. So, jetzt müssen wir erstmal überlegen, was bringt das alles und wie macht man es? Nachdem wir jetzt mal irgendwie die Idee hatten, dass das vielleicht gut sein könnte oder gewisse Eigenschaften zumindest hat. Also ich kann es nur aus Erfahrung sagen mit den LoRa-Module, wenn ich den Spreading-Faktor hochsetze, also die Verspreizung größer mache, dann erreiche ich
sichere Übertragung. Je größer ist auch Spreize, besser ist hier. Ja doch, die Fehlerrate. Geht aber auch langsam. Übertragung. Na, das ist dann gemogelt. Wenn die Übertragung auch langsamer wird, dann übertragen sie nämlich effektiv auch mehr Energie. Weil die Amplitude ja die gleiche bleibt und wenn ein Bit länger ist, dann ist das ist die Energie, die für ein Bit zur Verfügung steht, ja einfach größer geworden. Also dann vergleichen sie Äpfel mit Birnen. Was man immer versucht ist, man versucht die Energie gleich zu halten und gleiche Energien zu vergleichen. Alles andere ist unfair. Ja. Ne? Weil das, also irgendwann, wenn sie genug... Naja, also selbst wenn Sie die Energien gleich lassen, dann kann man sich jetzt so einen Spreizgewinn überlegen, nämlich ohne jetzt den Beweis erbracht zu haben. Was zunächst mal passiert, ist ja, dass ich hier meine, die Energie, die ich hier habe, teile ich auf einen größeren Bereich auf. Damit sinkt die Energiedichte. Die Energie, also das ist jetzt hier in diesem Beispiel nicht so, nicht, aber eigentlich diese Fläche hier unter dem Ding hier und dem soll gleich sein. So, aber hier ist sie weiter unten. So, also ist die Energiedichte hier natürlich geringer, die Energie bleibt aber die gleiche. So, die Rauschenergie als solche, die ist hier die gleiche. Die hat sich gegenüber dem da ja nicht geändert. Und wenn ich jetzt das Rauschen betrachte und das Rauschen jetzt mit dieser Spreizsequenz, also mit dem da multipliziere, dann passiert eigentlich nichts. Das wird zwar ein bisschen anders, aber als solches kommt das Rauschen nicht hoch oder nicht runter, weil hier ja immer irgendwie nur statistisch irgendwie mal plus und ein, also irgendwelche Amplituden drauf multipliziert werden. Nicht? So, das heißt also, der Rauschteppich ändert sich von dem zu dem hier nicht. Das heißt, ich habe hier einen gewissen Gewinn drin, also ich habe, nee, das heißt hier beim Rauschen, dass ich zunächst bei fast nichts gewonnen habe, denn wenn ich das einfach nur wieder rekonstruiere, dann ist der Rauschlevel an der gleichen Stelle, wie er vorher war, ohne Beweis, aber nur mit Anschauung, nicht? Und das Signal ist da, wo es vorher auch war. Aber wenn ich jetzt hier so einen selektiven Störer hier drin habe, dann wird dieser selektive Störer, das kann hier, nehmen wir mal an, das ist einfach nur eine Konstante der Einfachheit halber. Eigentlich ist es natürlich ein Sinus, nicht? Aber wir sind im Basisband, das ist einfach nur eine Konstante. Dann wird diese Konstante hier ja einfach auch nur aufgespreizt. So, das ist das, was von hier nach da passiert. Dann wird aber nur ein kleiner Teil dieses ursprünglich schmalen Dings davon verwendet. So, und zwar der Spektral, der kleine Teil hier, der in dieses Transmission-Band passt und... Es ist eben nur der Bruchteil des Verhältnisses dieses breiten Bandes zu diesem schmalen Band. Ja, weil eben nur dieses kleine Stückchen rauskommt, mal vorausgesetzt, das Ganze wird hier flach aufgespreizt, was in diesem Bild auch nicht ganz stimmt. So, und damit können Sie sich schon mal grundsätzlich überlegen, was ist eigentlich der Gewinn, den Sie jetzt erzielt haben. Beim reinen Rauschen, also beim reinen AWGN, nix, weil das Rauschen hat sich nichts getan. Beim Selektiven aber sehr wohl, nämlich genau das Verhältnis zwischen den Bandbreiten. Im gespreizten und ungespreizten Fall. So, und das kann man mathematisch so ausdrücken, dass hier die Bandbreite des gespreizten Signals durch die Bandbreite des ungespreizten Signals den Gewinn ergibt. Das war das, was ich eben gerade im Bild gezeigt habe. Oder die Code-Rate zur Symbolrate, das Verhältnis, oder die Chip-Rate heißt das auch, den Gewinn für schmalbandige, bei schmalbandigen Störern bestimmt. Und das ist eben der Spreizgewinn oder der Gewinn durch Spreizen. Aber auch das ist von der Anschauung her klar gewesen. Bei einem reinen Rauschkanal, also ohne diesen dunkelroten da, macht das gar nichts. Und da ist das auch gar nicht hilfreich, also das Signal hier so zu übertragen und dann wieder zurückzurechnen. Naja, also wenn Sie tatsächlich irgendwo eine Freiraumübertragung oder sowas haben, dann macht es kaum Sinn.
Es könnte natürlich einer den Einwurf machen, und warum machen die das dann beim GPS? Auch im GPS ist so ein Codesignal drauf, wenn man das gar nicht braucht. Weil Satellit ist ja meist eher so Freiraumausbreitung. Ja, der Grund da ist, dass sie ganz wunderbar, nämlich aus, wenn sie im Empfänger jetzt versuchen, eine Korrelationsanalyse von diesem Signal zu machen, dann die Laufzeiten ganz wunderbar ausrechnen können. Also hat jetzt erstmal so mit der Übertragung der reinen Daten wenig zu tun oder eigentlich nichts zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass sie hier Laufzeiten zum Satelliten oder vom Satelliten sehr viel besser ausrechnen können mit so einer Codesequenz. Nee, aber pass auf, jetzt können wir natürlich hier mal einsteigen in die PN-Sequenzen. Also zunächst müssen wir uns mal überlegen, was für Sequenzen nehmen wir denn, um zu spreizen. Da kannst du ja nicht alles nehmen, ne? Wenn du nämlich jetzt einfach nur, wenn man jetzt nämlich dieses Signal nehmen würde und würde jetzt einfach nur 1, 0, 1, 1, ne? Also ganz schnell da was machen, und zwar gleichmäßig schnell, dann hat man nichts erreicht, sondern hat das Signal nur nicht gespreizt, hat das Signal nur verschoben. Das will man nicht. Sondern man will das Signal wirklich verschmieren im Frequenzbereich. Also braucht man Signale, die zwingend, oder Spreizsequenzen, die zwingend schnelle, mittelschnelle und langsame Anteile haben. Deswegen habe ich das so gezeichnet. So, wo kriegt man die her oder was bietet sich da an? Pseudo-Random-Bit-Sequences oder Pseudo-Noise-Sequences, also PN-Sequenzen, sind da eigentlich ganz wunderbar dafür. Weil die haben nämlich genau das. Die haben nämlich hier, ich habe hier mal die der Länge 2 hoch 4, also 15 hier hingezeichnet. Da sehen Sie nämlich ganz genau, Sie haben hier was Langsames, noch langsamer, dann kommen hier schnelle und dann die mittelschnellen Sequenzen. Ne? Also eine PN-Sequenz muss das alles haben, weil ja, es völlig willkürlich sein muss, wann welches Bit kommt. Ist die Definition von dem Zeug. Ne? So, und die kann man auch noch ganz wunderbar einfach über solche linearen Feedback-Schieberegister da oben konstruieren. Man muss da einfach nur diese vier, in diesem Fall vier Speicherzellen verwenden, Verzögerungsglieder verwenden und so eine XOR-Rückkopplung da. Und wenn man dann eben nicht gerade mit 0 gestartet ist, sondern mit 1, dann kommt eben auch diese Sequenz in irgendeiner Form raus, eventuell etwas verschoben. Pseudo-Noise deswegen, weil es ist nicht wirklich willkürlich, wann welcher kommt, nicht? Sondern das ist eine, wenn Sie einmal sagen, ich habe ein Schieberegister, das so aufgebaut ist und ich habe gestartet mit irgendeinem Setup da drin, dann wissen Sie ganz genau, was rauskommt. Das ist vollkommen deterministisch. Da ist nichts, ist keine Zufallszahl in dem Sinne. Auch wenn man es als Rauschen oder als zufällige Folge betrachtet. Sie verhält sich spektral wie eine zufällige Folge, aber da ist nichts Zufälliges dran. Das ist vollkommen deterministisch. So, also solche Folgen haben wir. Das Spreizen haben wir jetzt auch gefunden hier. Dieses Signal hier wird dazu führen, dass man eine Aufspreizung im Frequenzbereich bekommt. Jo. Und jetzt ist noch die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt dieses Signal mit sich selber multipliziere und dann mal gucke, was rauskommt. Also, ist hier unten nochmal irgendwo schön hingeschrieben? Ja, genau, da. Ich mache Folgendes, ich habe hier meine Sequenz. Ich habe es anders hingeschrieben, aber ich interpretiere eine 0 immer als minus 1. Aber wenn ich da minus 1 schreibe, dann sieht das so doof aus. Also habe ich da jetzt die Nullen hingeschrieben. Ne? So, jetzt multipliziere ich mal das Ding mit sich selbst. Dann ist natürlich vollkommen klar, hier steht zwar 0, aber minus 1 mal minus 1, minus 1 mal minus 1, minus 1 mal minus 1, 1 mal 1, 1 mal 1, 1 mal 1 und so weiter. Und das integriere ich auf, also summiere es einfach auf, dann komme ich hier auf 15. Weil 15 Gleichheiten und keine Ungleichheit ist die Autokorrelationsfunktion an der Stelle. Die 15. Wenn ich das Teil jetzt um einen verschiebe, was ich hier getan habe, warum habe ich das nach links gemacht? Auch egal. So, und natürlich zyklisch hier hinten ergänze, dann habe ich hier minus 1 mal minus 1, minus 1 mal minus 1, 1 mal minus 1, 1 mal 1 und so weiter. Wenn ich hier zähle, habe ich hier 7 Gleichheiten, 7 Ungleichheiten, kommt minus 1 raus. Ja, weil minus 1 mal 1 macht minus 1. Also, nee, eben nicht, sondern die 0 ist die minus 1
auch wenn da 0 steht. Minus 1 mal minus 1. Was? Minus 1 mal minus 1. Okay, minus 1 mal 1. 1 mal 1. Autokorrelationsfunktion hier. Ja, okay. Ich integriere. Ja, ich nehme zwei Funktionen oder ich nehme zwei gleiche Funktionen. Die eine Funktion ist um Tau verschoben. Multipliziere die miteinander und integriere auf. Die Integration im Digitalen ist immer eine Summation, das ist ein bisschen bequemer. Na, jedenfalls kommt hier raus, wenn ich das Ding hier mit sich selber, wirklich mit sich selber unverschoben integriere, dann ist es 15 und ansonsten ist das Ergebnis hier minus 1, beziehungsweise wenn ich hier eine längere nehmen würde, ist das hier eben die 2 hoch m minus 1 und das ist immer die minus 1 da. So. Was habe ich jetzt rausgefunden? Zunächst einmal, wenn ich nur auf der Bit- oder auf der Chip-Ebene, nennen wir das einzelne hier mal ein Chip, arbeite, dann kann ich also sagen, ich weiß, was hier wie übertragen wurde, muss nur die richtige PN-Sequenz dran multiplizieren. Und zwar die richtig verschobene PN-Sequenz dran multiplizieren. Wenn ich das mache, kriege ich hier einen großen Wert raus. Wenn ich die falsch verschoben dran multipliziere, kriege ich einen kleinen Wert raus. Das ist das, was man zum Beispiel bei Laufzeitunterschieden ausnutzen kann. Man schiebt eben hier im Empfänger seine PN-Sequenz so lange hin, bis man da das Maximum gefunden hat. Und dann kennt man eben den Laufzeitunterschied. Damit kann ich den rausfinden. Und ich kann sogar, das mache ich hier aber nicht, ich kann sogar in Bruchteilen hier noch das drüber fahren. Also ich muss die nicht immer um Chip für Chip für Chip für Chip oder sowas weiterschieben, sondern ich könnte den hier auch noch den hier einfach nur um Zehntel oder sowas verschieben und dann die Korrelationsfunktion bestimmen. Das ginge auch. Also so wie ich es da mit den Nullen und Einsen hintereinander geschrieben habe, natürlich nicht, aber wenn ich ein analoges Signal vorliegen habe, schnell genug abgetastet, kann ich auch das tun und kann dann da noch die wesentlich feiner diese Korrelationsfunktion bestimmen und dann auch wesentlich feiner den Zeitversatz bestimmen. So, hier oben ist das gezeigt. Also habe ich getroffen in der Verzögerung, dann ist es eben die 1 und habe ich nicht getroffen, ist die 15, habe ich nicht getroffen, das ist die minus 1. So, jetzt könnte ich ja hergehen und verschiedenen Nutzern sagen, wisst ihr was, du sendest deine Einsen immer so und sie senden ihre Einsen immer so, also einen verschoben und sie und zwei verschoben und sie und so weiter. Ne? Damit könnte ich jetzt ja hier 15 verschiedene Verschiebungen hier definieren und dann könnten also schon mehr als hier im Raum sitzen Leute kommunizieren und gleichzeitig, sie benutzen ja auch, weil sie ja 15 mal so schnell übertragen, eigentlich wäre das hier ja eine 1, die haben sie ja mit 15 Ministrukturen, mit 15 Chips dann aufgeteilt. Das heißt also, das Spektrum hat sich hier um den Faktor 15 verbreitert. Sie verschwenden also 15 mal so viel Bandbreite, wie sie eigentlich brauchen würden. Ne? Um das wieder rauszunutzen, könnten Sie ja sagen, okay, ne? Du den da, du den und so weiter. Und dann können Sie alle gleichzeitig miteinander hier kommunizieren und jeder hat den verschiedenen. Und wenn ich jetzt das von Ihnen hören wollte, dann würde ich einfach das gesamte Signal mit der 15, mit der entsprechend verschobenen Sequenz multiplizieren. Und dann habe ich genau Sie rausgehört und keinen anderen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden mit den 15. Also das ist ja jetzt ziemlich willkürlich gewesen gerade. Also man braucht ja quasi hohe, mittlere und niedere Frequenzen. Aber das könnte man auch anders machen, meinen Sie? Ja, also wieso sind das jetzt genau 15? Weil das aus dem Schieberegister rauskommt. Ich habe die einfach aus Pseudo-Neusequenzen, also mit so einem Schieberegister gemacht. Wenn ich ein Schieberegister mit 4 Speicherzellen da nehme, dann kommt eben eine Sequenz raus, die 15 Chips lang ist und danach wiederholt sie sich exakt. Okay. Und also ich könnte jetzt auch theoretisch nur als 5er oder 3er damit also Schieberegister nehmen. Und dann kriegt halt eine andere. Ja, klar, Sie könnten hier 3 nehmen, dann wiederholt sich das nach 7. Oder Sie könnten da auch 8 nehmen, dann wiederholt sich nach 255. Ja,
hier mit der Verschiebung, dann kriegt man nicht dann ganz schnell die Laufzeit ausrechnen oder wie? Ja, das war irgendwie didaktisch nicht so klug, auf dieses Thema einzugehen. Aber ich habe die Frage vergessen. Sie wollen immer die anderen Sachen wissen, ne? Die ich nicht erklären will. Ja, sofort. Also, ja, guck mal, da kommt jetzt ein Signal runter. So, in dem Signal, weiß ich ganz genau, ist diese Sequenz drin. So, jetzt probiere ich einfach mal aus, wie muss ich denn im Empfänger diese Sequenz verschieben, damit ich das Maximum habe. Ja, und damit habe ich doch, wenn ich vorher wusste, wann 0 war, also ich muss natürlich wissen, wann der geschickt hat, und dann weiß ich, wann ich empfangen habe, dann weiß ich doch, was der Uhrenunterschied ist. Das machen wir dann, indem wir die Sequenzen vergleichen mit den Satelliten. Also die Satelliten machen alle gleichzeitig? Nee, erstmal ein Satellit. Also ich wollte jetzt nicht das GPS-System erklären. Ja, dann müssen wir uns... Also, es ist irgendwo ein Sender. Das GPS funktioniert noch wesentlich komplizierter, aber es ist irgendwo ein Sender, der sendet diese Sequenz ab. So, und zur Null weiß ich ganz genau, das ist sein Nullpunkt. Also ich weiß, wann er das Signal absendet. Nee, ich weiß nicht, wann er das Signal absendet, aber ich weiß, womit er beginnt. So, und ich empfange jetzt das Signal. Nach einer Laufzeit. Dann kann ich jetzt ja im Empfänger hier meine PN-Sequenz so hinschieben, bis ich das Maximum habe. So, und dann weiß ich ja, was der Laufzeitunterschied war. Also ich muss so und so viele Chips schieben. Wenn ich gleichzeitig diese Zeitbasis habe irgendwo, wenn ich irgendwo raten kann, wann bei ihm die Null war. Ja gut, und deswegen brauchen Sie ja 4 Sender. So, damit Sie die 3 Raumdimensionen und die Zeit ausrechnen können. Ja. Also mit all diesen Informationen, Gleichungssystem und so weiter und Lösen, kriegen Sie dann raus, wann die Null war, und daraus können Sie dann auch die Laufzeitunterschiede, und auf den Laufzeitunterschieden können Sie den Ort bestimmen. Also ganz grob. Ja. Okay. Nee, wenn ich jetzt das zum Beispiel, wie der Stefan gesagt hat, das Schieberegister over jetzt 8-Bit mache, so, dann tue ich auch mal spektrale Breite vergrößern. Ja, 255-fachen, ja. Genau. Es ist ja aber nichts anderes, als wenn ich 8 verschiedene Kanäle nehme. Wenn ich das jetzt einteile, könnte ich das ja auch in Kanäle nehmen. Können Sie machen, ja. Wie 12 Funktionen werden so gegenseitig laufen, was dann mehr Sinn macht, ob ich jetzt das Verfahren, also ob ich eher Spreizung arbeite oder meine Kanäle umfeile, oder hängt es von der Situation dann auch wieder ab? Es hängt vom Kanal ab. Mhm. Ich habe eben gesagt, AWGN bringt es gar nichts. Mhm. So, also der AWGN-Kanal ist jetzt irgendwie nicht unbedingt der, wo ich CDMA verwenden würde, außer... Das, was Sie natürlich in einem ganz normalen frequenzselektiven Kanal brauchen würden, wären Guardbands. Ja, Sie brauchen ja zwischen dem einen Kanal und dem anderen immer noch so ein bisschen Platz, damit die Filter da auch abfallen können, die Filterkurven. Ne? So, diese Guardbands brauchen Sie hier nicht. Also natürlich stören, das wäre jetzt der nächste Schritt gewesen, natürlich stören alle irgendwie, ne? Aber Sie haben keine Sperrbänder dazwischen. Ja, also man legt sie natürlich vorher fest, ne? Welche Spreizfaktoren man haben möchte. Man hat beim Zigbee 16, meine ich, beim UMTS bis zu 512. Ne? Ja. Groß machen, ne? So, was jetzt das Problem bei dieser Geschichte hier? Also erst einmal ist das Problem, dass ich hier nur, in Anführungsstrichen, 15 verschiedene Sequenzen finde.
Okay? Also mehr. Auf der anderen Seite, wenn jetzt die 15 alle sprechen und ich mich genau auf einen synchronisieren will, aber alle anderen empfange, vorausgesetzt, die haben, kommen alle mit der gleichen Leistung bei mir an, naja, was passiert dann? Dann kriege ich den ersten natürlich mit, vom ersten die Daten kriege ich mit Wert 15 rausgefiltert. Also die werden um Faktor 15 letztlich verstärkt. Ne? So, vom zweiten kriege ich einen minus 1 Beitrag, also Leistung 1. Beim dritten kriege ich wieder Leistung 1. Das heißt, von allen 14 anderen kriege ich auch Leistung 1 dazu. Das heißt, die rauschen genauso viel wie in der Summe, wie das, was ich eigentlich empfangen wollte. Ist also nicht gar so klasse, ne? Also wenn alle, das hat ja gerade das Szenario aufgemacht, ich verspende den Faktor 15 an Bandbreite, um das auszunutzen, gebe ich jedem von Ihnen hier jetzt eine PN-Sequenz und ich integriere die auf. Und wenn ich jetzt nur sie hätte, dann könnte ich mich genau auf sie fokussieren und genau mit der richtigen Verschiebung hier die Korrelationsfunktion bestimmen, das aufintegrieren und ich habe ihr Signal um den Faktor 15 verstärkt. Ihr Signal habe ich immer noch mit dem Faktor 1 da empfangen, aber alle anderen halt auch. Und in der Summe stören sie dann eben schon so, dass es wieder nicht funktioniert. So, also, war jetzt mal eine Idee. Ja. Wenn wir die Idee weiterdenken und zu Ende denken, ist es jetzt noch nicht die beste Idee. Wenn wir aber gar nicht den Kanal mehrfach ausnutzen wollen, sondern nur, nur eine bessere Übertragungsqualität haben wollen und eine bessere Immunität gegenüber andersartigen Störern haben wollen, also Mikrowellenöfen beispielsweise, dann ist es gar nicht so schlecht. Also wir haben ja, gut, wir haben den Faktor 15 verschwendet. Leistungsdichte ist auch runtergegangen, also wir stören auch die andere, die auf dem gleichen Frequenzband unterwegs sind, vielleicht um den Faktor 15 weniger, je nachdem, was für ein Verfahren die nutzen. Und den Mikrowellenofen, wenn der dann als schmalbandiger Störer da rauskommt, den würden wir um den Faktor 15 nach unten drücken. So, also dafür ist das vielleicht eine ganz gute Anwendung. Aber der Preis ist 15-faches Spektrum. So, nutzt man das? Ja, tut man. Zigbee funktioniert im Kern genauso. Die frühen WLAN-Standards im B funktionieren im Kern genauso. Also da gibt es dann eine Sequenz, das ist dann so eine, also beim WLAN ist es eine Barker-Sequenz, die ist 11-Bit lang, kommt gleich noch, da mache ich genau das. Und scheiß drauf, dass ich Spektrum verschwende. Also ich mache diese Mehrfachausnutzung, die ich eben, das Szenario, das ich eben aufgemacht habe, mache ich nicht. Okay, das geht jetzt hier auf die PN-Sequenzen ein. Ist Pausezeit oder so? Oh, gleich, ne? Ich gehe jetzt auf die PN-Sequenzen hier noch ein. Welche Rückkoppelwege braucht man eigentlich, um dann die längstmögliche PN-Sequenz hinzukriegen? Also ich mache mal ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben hier keine Rückkopplung drin, sondern nur diese, also nicht diese Zwischenrückkopplung, sondern nur diese eine große Rückkopplung. Dann wiederholt sich das natürlich nach 4. Also es ist nicht, also nur weil Sie 4 Speicherzellen haben, ist nicht gesagt, dass Sie auch 2 hoch 4 minus 1 lange sich in sich nicht wiederholende Sequenzen rauskriegen, sondern dass die Periode wirklich 2 hoch 4 minus 1 wird. Nicht? Sondern Sie müssen schon den richtigen Rückkoppeltab hier noch verwenden, damit das auch wirklich die maximal lange PN-Sequenz wird. Und nicht jeder eignet sich. Einfaches Beispiel eben, ich lasse den weg, dann ist nach 4 wieder dasselbe. So, das habe ich in dieser Tabelle hier mal zusammengestellt. Wo man die Rückkopplung machen muss, damit das funktioniert und wie viele es da gibt, wie viele unterschiedliche es da gibt, das ist vielleicht das Interessante. Ich bin hier bis 24 hier mal hochgegangen. Ein Beispiel ist hier angegeben, also bei 1, 2, 7 und 24 ist die Rückkopplung. Es ist immer hier beim letzten eine, das sehen Sie da, ne? Das ist der, der wieder ganz vorne hingeht. Und dann brauchen Sie dazwischen immer noch irgendwie mindestens ein oder mehrere. So, und dahinter steht jetzt nochmal, wie viele verschiedene es hier gibt. Greifen wir mal den Vierer raus, würde es 2 verschiedene geben, bei denen das geht. Und zwar ist das der genaue gespiegelte, also 1 und 4 und 3 und 4 wird gehen.
Also in dem Fall, da weiß ich es. Aber hier bei 6 kann ich Ihnen die nicht aus dem Kopf sagen, ne? Bei 6 verschiedenen. Gut. So, dann könnte man jetzt mal hergehen und könnte sagen, so, naja, wenn das mit dieser Autokorrelation nicht so gut funktioniert, dann könnte ich ja jetzt jedem von Ihnen eine andere PN-Sequenz geben. Da kann ich jetzt zwar vielleicht nicht alles ausnutzen, aber schon vielleicht eine Menge. Ne? Hier, da könnte ich 1800 verschiedene, wirklich verschieden generierte PN-Sequenzen generieren oder bleiben wir bei dem hier. Da könnte ich zumindest 16 verschiedene PN-Sequenzen, wirklich verschiedene PN-Sequenzen generieren. So, also könnte man nochmal untersuchen, ob das jetzt irgendwie besser ist. Also die Kreuzkorrelation rausrechnen. Und da ist das auch nicht besser. So, da kriegt man dann eben sowas raus, nicht? Also wenn ich das jetzt die andere nehme und die dann auch noch verschoben habe, dann kriege ich hier jetzt mal Werte raus, wo es eben doch ziemlich klein ist. Da, was hier bei der Null ist, aber dann eben auch so Dinge, die groß sind. Gut, ich könnte natürlich mich vielleicht beschränken auf die kleinen Verschiebungen. Ich kann hier zwei Dinge tun. Ich kann hier die Sequenz verschieben und eine andere verwenden. Also werde ich ein bisschen besser vielleicht. Ja. Aber richtig Null wird es eben auch nicht. So, und um da noch besser zu werden, ist man jetzt in Richtung der Kombination von verschiedenen PN-Sequenzen gegangen und da hat man damit so die sogenannten Goldcodes erzeugt. Das möchte ich jetzt quasi in Form von Name-Dropping hier mal erwähnen, also viel tiefer gehe ich da jetzt nicht ein. Man nimmt also zwei verschiedene Schieberegister hier, die unterschiedliche PN-Sequenzen hier an der Stelle erzeugen. Das Ding hier kann ich jetzt noch verzögern, das ist einfach nur ein Verzögerungsglied hier. Und dann summiere ich die einfach auf. Und dann kriege ich eben für jede unterschiedliche Verzögerung, die ich hier jetzt einstelle, hier auch natürlich eine andere Sequenz, die hier rauskommt. Und dann kann ich immer untersuchen, was da passiert. So, und das ist jetzt natürlich keine Untersuchung mit offenem Ausgang, sondern ich stelle das natürlich nur da, weil man das untersucht hat und weil sich gezeigt hat, dass das eben auch relativ gut ist. Und habe hier also eine Kreuzkorrelation hier von in der Autokorrelationsfunktion 1 und dann relativ kleine Werte hier. Und hier die Kreuzkorrelationsfunktion bringt eben auch ganz gute Eigenschaften mit sich. So. Abschließend für diese Einführung, und dann können wir vielleicht mal einfach eine kurze Pause machen, nochmal die spektralen Bilder gezeigt. Die könnten wir jetzt auch in, also es ist wieder mit Ptolemy erzeugt, das könnten wir auch mit Ptolemy selber nachprogrammieren. Müssen wir mal gucken, wie Sie Spaß und Lust dran haben. Hier einmal die schmalbandige Übertragung in Rot, in Blau dann eben die gespreizte. Sie sehen die deutliche Aufspreizung hier. Sie sehen auch, dass wir hier mit dem Root-Weiss-Cosine-Filter rangegangen sind und das entsprechend noch gefiltert haben, dass es abfällt. Ja, und dann sieht man eben hier die verschiedenen Empfänge, also in Blau dahinter eben nicht zu sehen, zum Glück nicht zu sehen, den Originalempfang und dann in Grün und in Rot vor allen Dingen der wieder zurück rekonstruierte gespreizte Pfad. Wahrscheinlich habe ich bei dem Grünen die falsche Dezimationsphase gewählt, deswegen springt er so hin und her. Gut. Hier ist das Ganze nochmal gezeigt mit einem niederfrequenten Störer. Den müsste man auch entdecken können, genau.
Das heißt also hier ein Ergebnis, hier ist ein Auflösung wird nicht so viel besser, nicht? Aber ein bisschen kann man sehen. Also hier habe ich noch einen niederfrequenten Störer reingetan in das schmalbandige übertragende Spektrum der schmalbandigen Übertragung. Der spielt natürlich hier jetzt bei dem Spread da kaum eine Rolle an der Stelle, ne? Und dementsprechend können Sie auch hier sehen, was eigentlich in der auf dem Empfangszweig passiert, nicht? Also hier das gespreizte Signal, da das kommt immer noch wieder bei 1 raus, genauso wie das originale Signal. Also da sehen Sie eigentlich keinen Bitfehler. Und wenn Sie hier so ein bisschen gucken, dann finden Sie den ganzen, also erstmal finden Sie ein ziemliches Gespraddel hier bei der schmalbandigen Übertragung, die ja jetzt gestört wurde. Und Sie sehen auch, dass es hier zum Beispiel da oder hier eklatant zu Bitfehlern kommt. Nicht? Weil der Sinus das einfach überlagert und die sind schlichtweg nicht da bei der gespreizten Übertragung. So, also jetzt hier am Beispiel gezeigt, dass das tut. So, machen wir bis 10 vor eine Pause und dann gucken wir, wie wir weitermachen.